Willkommen zur Mission Nummer 18. Wir sind auf dem Weg zu der Platin-Trophäe und endlich kommt eine Hauptquest auf uns zu. Wir haben jetzt einiges Cooles gemacht in den Nebenquests. Ich hoffe, dass du sie machst. Für die Platin brauchen wir sie sowieso. Wir haben jetzt einen besseren Schmied, also wir können bessere Sachen schmieden. Wir haben nochmal so einen Schutzgeist bekommen, einen neuen. Also wir haben einige gute Sachen bekommen. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, die Nebenquests zu machen. Die sind auch viel kürzer. Mhm. So halbe Stunde eigentlich meistens. Aber in der letzten bin ich echt... Alter, da bin ich so oft verreckt. Das war so krass. Ja, da war ich selber schuld. Ah, okay. Die kann man kaputt machen. Nice. Ja, was ist jetzt passiert? Ah, okay. Der hat sich versteckt gehabt. Wie viele Armas hier? 6 Stück, oder? Ja, 6. 6 Kodamas. 3000. Es hat sich nichts Krasses verändert. Wenn sich was verändert, dann würde ich dir alles erzählen. Außer ich hab noch ein paar krasse Sachen rausgefunden. Genau, das können wir auch gleich mal machen. Ich habe richtig heftige Sachen rausgefunden. Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel hier... Wo sind wir? Hier, bei diesem Bazar. Hier gibt es ja auch zufällige Sachen. Manchmal gibt es hier Salz. Kauf dann immer Salz, okay? Komplett, Bro. Mhm. Weil ich rüste das auch gleich mal aus. Weil mit Salz, wenn du mit Salz auf die Yokais wirfst, dann sind sie sofort gestunt. Sofort, die sind sofort im roten Bereich. Das ist richtig krank. So, rüsten wir mal Salz aus. Ich würde mal Salz hier bei Brandschutz reintun. Schauen wir mal, wir müssten doch Salz irgendwo haben. Da Salz. Und wir können auch hier heiliges Wasser, das können wir benutzen, um Ki beschleunigen. Das ist sehr gut, wenn wir im Reich sind bei denen, weil dann sind wir ja unterlegen. Kann man auch noch benutzen. Schade, dass wir nur 2 hier haben zum Schalten. Weil wir benutzen ja viel. Wir haben Magie, ja. Also ich habe jetzt hier Schutz und Reinigung eingeschalten. Okay, schaut noch mal. Uiuiui, wir haben die ganze Fresse poliert mit dem Stein. Okay, die bauen hier alles ab. Drei Wiege, glaube ich schon. Kodama ist nach links. Aha. Treppe hoch, Treppe sag ich schon, Leiter hoch. Und dann nach rechts. Mhm. Boah, das Level doch immer richtig krass. Richtig? So. Aber richtig krass. Dann dahinter und hinter diesen. Ja. Ah, okay, nice. Danke. Ist das das Anfangsgebiet? Ah ne, von hier sind wir gekommen. Ich will nochmal zurück ins Anfangsgebiet. Ich will nichts verpassen. Hier kommen wir gar nicht runter. Und hier ist noch eine Leiter, die will ich überprüfen. Aha. Zack. Aha, okay, hier gibt es eine Abkürzungstür. Okay, gut zu wissen, dann bin ich beruhigt, dann weiß ich, okay, wir haben nur einen Weg, dass ich mich besser orientieren kann. Oh man, Neo ist so krank, das Game ist so geil. Ich kann gar nicht mehr aufhören. Genau so, kann man hier zerstören. Vorsichtig, machen wir mal Reinigung drauf. Heilung, nicht Heilung, sondern Schutz.
Wir sind zwar relativ harmlos, aber man weiß nicht. Dass ein Affe wieder vom Baum fällt. Ja, ich war jetzt in dem Level, Bro, wo der Affe vom Baum fällt. Ja. Wow, wir haben einen neuen Gegner. Ich geh mal kurz hoch, ich schalte erstmal den anderen aus. Wieder zerstört. Ein Magier. Der erinnert mich an Dark Souls. Weil in Dark Souls gab es so eine Magie, die beschwört so. Ja, solche kleine Mini. Mini, ja, Splitter und dann schießen sie alle auf dich. Also fliegen sie auf dich zu. Und wie sie um dich herum fliegen, das erinnert euch an Dark Souls. Mhm. Oh, nice, das haben wir. Sehr schön. Alles nochmal hier durchsuchen, dass wir nichts verpassen. Genau, von hier sind wir gekommen. Hier ist auch noch einer. Wo ist denn der? Der ist irgendwie nicht mehr da. Machen wir mal Schutz drauf. Blitz. Der war genau hier gestanden. Ah, da ist er. Da, gut. Wir fliegen aber langsam. Macht relativ wenig Damage. Würde ich mal sagen. Der bewegt sich auch relativ langsam, finde ich. Wahrscheinlich hat er noch irgendwas Krasses im Petto. Weil bis jetzt, wenn ich ihn nicht verlasse. Absolut nicht krass. Voll easy, gell? Langsam, macht wenig Damage. Er hat bestimmt irgendwas noch, gell? Also ich finde, der hält ein bisschen mehr aus als die anderen. Mhm. Und es ist schlechter, schwerer ihn zu stunnen. Mhm. Ich hätte auch Salz benutzen können. Uiuiui. Okay, das gefällt mir überhaupt nicht. Flieg. Weil hier fliegst du so schnell runter. Da schaust du gar nicht. Dann bist du unten. Ja, du musst im Endeffekt dem Pfeiler folgen. Aha. Und dann musst du am Ende vom Pfeiler runterspringen. Wo hier? Weiter. Nach links? Weiter. Genau, und hier musst du runterspringen. Wohin? Einfach hier runter. Ja, ja, warte, ach so. Warte, ich will das Objekt. Hier runter, ja? Ja, genau. Da ist nämlich irgendwas. Irgendein Monster-Chick. Okay, Schutztalisman haben wir keins. Probiert's mal Salz. Okay, warum hat er nichts gemacht? Der hat den Kreis doch weggemacht. Hm? Der hat den Kreis doch weggemacht. Da ist er. Okay, da muss ich mir nochmal reinfuchsen ein bisschen. Also, das ist bloß in der Kreis oder nicht? Nein, nicht. Es geht nicht um den Kreis, Bro. Die werden gestunt. Nee, aber das ist mir halt aufgefallen. Ja. Ich glaube, ich habe ihn schneller gestunt. Ich habe ihn mit einer Combo gestunt. Ich gucke gleich mal. Aber das hat nicht lange gehalten, finde ich. Also der Zustand. Weil guck mal, oben siehst du die Buffs? Das ist was Rotes. Guck mal, wenn ich jetzt Salz esse, oben beim Hund. Guck mal, ich esse Salz. Nee, ist gar nichts passiert. Okay, das wundert mich. Irgendwas habe ich da falsch verstanden. Na gut. Blitz. Das ist ein Blitz abgekommen. Ich würde erstmal die Tür aufmachen. Können wir eigentlich zum Schrein?
Ja, gehen wir mal kurz. Blick. Wir können hier auch die Becher kaufen. Also Bro, wenn du dann selber mal zockst, also guck mal, du gehst hier auf, war falsch. Du gehst hier auf Opfer, dann kannst du hier am Bazar kaufen, Schalen und so weiter. Wenn du nichts kaufen kannst, hast du keinen Reis, dann musst du Waffen opfern. Mhm. Okay. So, siehst du, ich habe jetzt nichts. Dann gehst du auf Opfer, dann bis zu Lila kannst du alles opfern eigentlich. Also Lila würde ich nicht opfern. So, dann gucken wir mal nochmal. Erstmal Schalen, 5. Perfekt. Okay. Bin gespannt, wie groß das Level ist. Aber ich glaube, jetzt kommen wir raus hier aus diesem Verlies hier. Du hast Nico-chan beschworen. Nico-chan? Guck mal, hier ist doch auch irgendwas. Also das ist so ein Aufzug und da geht's dann weiter zum Kodama. Ja. Hier ist auch einer. Gib mir einen Stein. Stein. Man kann hier bestimmt was Geiles wechseln. Es gibt auch eine Stelle, da musst du 30 Scheißkügelchen sammeln. Und dann an so einen Typen übergeben, kriegst du einen Erfolg. Echt das? Ja, da sind wir aber noch nicht. Der gibt ja auch richtig krasse Ausrüstung dafür. Für 30 mal Scheiße. Ja, der rastet richtig aus, der Typ. Ja, so einen Spaß muss man reinmachen. Das ist, weißt du, was das ist? Das ist so, ich weiß nicht, wie der Mode heißt. Aber ihn hat, meine Schläge haben ihn nicht interrupted. Also hast du gesehen, er hat gewartet, bis ich schlage und dann ist er reingesprungen. Also und ich konnte nichts machen. Wie nennt man so ein Style, Brother? Also ich weiß, was du meinst, aber mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Ich kaufe mir mal nochmal kurz einen Becher. Sowas gibt's auch in Ego-Shooter. Mhm. Also, so kenne ich das. Ich sag jetzt mal, ich erklär's mal. Also, das ist jetzt so: Nehmen wir mal an, einer steht vor dir, dann hat irgendwer immer First Shot. Mhm. Oder First Hit, so wie bei Kampfspielen zum Beispiel. Mhm. Das ist immer so: Jemand hat First Shot, das ist immer so. Mhm. Egal ob Millisekunde, das ist egal. So. Und es ist so, wenn du zum Beispiel schon eine Sekunde schon vor ihm bist und der ist im Endeffekt schon fast One Shot. Dann geht man ja normalerweise in Deckung und erholt sich kurz. So. Dann gibt's aber sowas, dass, nehmen wir mal an, du hast First Shot und hast ihn schon fast getötet. Und er geht kurz in die Deckung und dann wieder aus Deckung raus, dann tut er dich im Endeffekt challengen. Mhm. Obwohl er One-Shot ist. Und wenn, manchmal klappt's, manchmal aber nicht. Das ist im Endeffekt challengen. Mhm. Aber das ist ja auch antäuschen dadurch. Also du denkst, er geht jetzt, er haut ab, weil er ist ja verletzt, mhm. Aber manchmal gibt es auch so Situationen, da gehst du gar nicht weg. Da versuchst du ihn noch zu töten. Mhm. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und das ist im Endeffekt challenging. Mhm. Ja. Okay, dann fahren wir runter. Challenge. Man fährt hoch. Ah, man fährt hoch. Mhm. Okay. Kodama haben wir gesammelt? Einen bis jetzt. Ich hab's nicht aufgepasst. Wow, okay. Ja, geht schon ordentlich hoch. Alter Schwede. Zum Kodamo. Kodama. So. Geht's hier nach links. Hey, wo ist mein Begleiter eigentlich? Ist er runtergefallen oder was? Ich weiß nicht. Vielleicht portet er sich gleich. Ich ruf's. Oh.
schon so krass, wenn man mehr Ausdauer hat. Man knallt einfach auf den die ganze Zeit, bis er keine Ausdauer mehr hat. Mhm. Das ist so geil. Ich muss sagen, von den NPCs bin ich voll enttäuscht hier. Also in der Demo waren die so gut. Echt? Hier sind sie voll nutzlos. Du nimmst dir das Spaß da, weißt du, holst dir deine Becher und dann, ja. Am Ende bringst du gar nicht so viel, weißt du? Oh. Was ist das denn? Hier. Da wurde jemand gefoltert, Chick. Bin entspannt. Also bis jetzt wirkt das so nach einem kleinen Level auf mich, aber ich glaube nicht, dass es ein kleines Level ist. Ja, wir haben noch nicht mal 2 Kodamas. Ja, ich weiß. Kodamas. Ja, so von der Umgebung einfach. Ich bin gewohnt, dass diese Underground-Levels so klein sind. Achso. Ich denke, dass. Also bis jetzt wirkt das so, weißt du? Mhm. Alter, jetzt geht's hier wieder runter. Eine Sache. Ja. Und zwar, du siehst doch hier diesen nächsten Eingang hier vor dir. Zum Kodama geht's. Muss man hier runterspringen? Was? Hier runterspringen, genau. Dann dreht man sich um und muss nochmal runterspringen. Und dann ist man bei ihm. Du musst dich umdrehen? Ja, ja, alles gut. Achso. Ich verstehe. Mhm. Ich gucke bloß, was hier ist. Weil. Oh. Okay. Okay, das ist schon komplex gemacht, da ist er. Mhm. Ich geh mal kurz rein hier. Runtergefallen. Boah, das Level ist einfach abartig. Das ist abartig. Okay, ich spring mal da runter. Huh! Mann, jetzt wollte ich zu dem Kodama springen. Da ist der Kodama. Fuck, wie komme ich jetzt hoch wieder? Schön geduldig alles erforschen hier. Hier ist Knast. Hier ist nochmal ein Weg nach oben. Aha, okay. Wir können gleich raus. Oh, nice. Wenn du keinen Weg findest, kannst du einfach runterspringen und mit dem Aufzug nochmal hochfahren. Ja, ja, ich weiß. Achso. Ich will ja hier alles. Oh, der ist tot. Leider. Julia! Ah, da unten läuft er rum, mein NPC. Jetzt ist er verschwunden. Ist verschwunden. Wie kann er denn verschwinden? Nach einer gewissen Zeit. Ich hab für ihn bezahlt, was soll das? Ja, ich geh jetzt wieder hoch. Bitte.
Oh, ja, die kenne ich. Die kenne ich nicht. Ich glaube, wir haben die Gegend geheilt. Das ist jetzt auch neu. Alter, hier gibt's. Also das ist bis jetzt am verwirrendsten, was ich bis jetzt gesehen habe. Das ist crazy. Ah, das ist die Abkürzung. So. Okay, hier geht's raus. Den zweiten hast du schon genommen, oder? Nein, ich habe ihn noch nicht genommen. Ach. Sonst wäre ich rausgegangen. So, nochmal eine Brille. Jetzt endlich. Okay, jetzt kann man da raus. So, wie war das? Ja, der hält echt viel aus. Allein ist er nicht schlimm, aber stell dir vor, der ist dann mit was weiß ich mit den Gegnern. Unterschätze niemals einen Gegner. Ich denke, am meisten sterbe ich an sowas. Also so zumindest habe ich das Gefühl, dass ich einfach denke, ja, den mache ich jetzt noch, was soll er machen, ja? Ach, selbst wenn er mich trifft, der tötet mich ja nicht. Und dann passiert sowas. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich ihn finden soll. Na, beim Kodama. Ja. Ich denke, man kann sich auch runterspringen. Während der Fahrt. Kann man gut vorstellen. Okay. Ah, ich bin ja gestorben. Ich hab mir gedacht, hey, warum sind die wieder da? Hab ich mir gedacht. Oh, da war eine Schatulle, gell? Shit. Ich muss doch an der Karte irgendwo sehen, wo meine Leiche liegt, oder nicht? Ich glaube, das ist eins unter dir. Ah, genau, das ist eins unter mir. Tatsache. Hier. Oh.
nicht. Oh yes, zweimal Leader. Alter, der hat bessere Sachen gedroppt als die Schatztruhe. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Nee. Okay, so gehen wir raus hier aus dem Cave. Ich denke, wir kommen jetzt zu der Burg. Wird Zeit. Reinigung. Schutz. Okay, let's go. Checken. Und war das eins drunter? Ich glaube, hier war das. Passt. Zum nächsten Kodama geht's nach da lang. Mhm. Mhm. Hier weiter, oder was? Mal hier links weiter. Hier? Mhm. Okay. Und jetzt? Da hoch. Ah. Der ist untergeblieben. Schutz, Reinigung. Alter, so viel Druck. Richtig oder andere Seite? Andere Seite. Aha. Dann nach links, dann nach rechts. Da rein. Aha. Sind fast da. Und da, wo diese Yokai-Kacke ist. Da rechts bei den Bäumen. Okay, ja, ich weiß. Ich gucke nur, ob da jemand ist. Ich will ja nicht daran sterben. Der wollte hochspringen, konnte er nicht. Na ja, cool. Von dem nächsten Kodama, das ist der dritte, gell? Ja. Alter Schwede. Ah, da sitzt er. Ich hab ihn gesehen. Da ist er. Der, oder? Ja. Alter Schwede, wie es hier weitergeht, ey. Hier gibt's nach oben einen Weg, da gibt's auch noch einen Weg. Krass. Also Nio 2 ist. Oh, Alter, hier auch nochmal zwei Wege. Wow, da geht's zum Kodama. Mhm. Okay, dann gehen wir so. Hier kann man sofort sterben im Endeffekt. Wenn man einen kleinen Fehler macht. Hier ist noch ein Schmuck. Alter. Das haben die krank gemacht. Alter. Ketchup. Fast runtergekommen.
Irgendein Schmuck hat hier auf mich geschmissen. Aus der Ferne. Da oben. Nice. Ich bin sogar wieder die Waffe nachgelädt. Das ist zu weit. Nice. You are out of ammo. Ich glaube, ich gehe zu dem noch schnell. Das ist krank. Das ist schlimmer als New 1. Ja. Machen wir erstmal den Schmucki. Oh, Wasser nun. Also, von denen habe ich keinen Respekt, muss ich sagen. Dann nach rechts. Da, wo der Bogentyp steht. Hinter ihm. Das ist Nummer 4. Okay, noch einer. Zack. Wie kann man runter? Ja, das wäre der nächste Weg. Hm? Das wäre der nächste Weg. Ja. Ja, ich gehe hier gleich runter. Reinigung. Hier hoch, oder? Ja, genau. Ja, okay, dann machen wir das gleich. Da kommen einige. Oi, Gegner. Da kommt dann noch ein Zyklop und so. Was? Jetzt schon? Ja, Headshot. Ketchup. 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 Oh, noch ein. Oh. Das ist ein Einmal. Krass, gell? Ich kann nicht weg. Da war so ein kleiner Ministein. Ich weiß nur, was das soll. Ein ganz kleiner. Ich denke, das ist der Hauptweg. Habe ich dort gar nichts durchsucht. Und hier nach rechts. So eins zu weit. Ja, ja, warte. Mhm. Weil hinter mir ist jemand. Ich gebe ihm mal das. Okay. Das hat ihm gefallen. Das ist der größte Witzbold. Das ist so OP. Pinkel, du Mac. Pinkelpause.
er schon auf dich. Hat er nicht richtig gegangen oder was? Oh. Nee. Oh, nichts Besonderes. Machen wir das auch gleich nicht. Manche, gell, die dominiert man so krass, wenn man die so gut kennt. Ja, gut, dass ich hier reingegangen bin. Oh, Burgtorschlüssel. Okay, wir mussten hier hin. Das ist der Schlüssel fürs Tor. Passt. Irgendwie hat es mich da hingezogen. Also hier nach rechts? Ja. Dann weiter nach da, dann so hier. Aha. Hier. Fünfter oder was? Ja. Okay, nice, danke, Bro. Dann sind wir ja wahrscheinlich hier beim Boss, wahrscheinlich ist er hier drin im Burgtor. Ich will jetzt hier nochmal gucken, was hier ist. Burgtor benutzt. Okay, kommen wir hier nicht hoch? Na komm. Komm zu Papa. Nice. Sehr schön. Was ist hier? Da, wo du den Burgtorschlüssel benutzt hast. Da muss ich hin. Also für den sechsten. Ja, dann gehe ich erstmal dahin. Okay. Weil nicht, dass hier der Boss ist. Also was läufst du hier nach oben zur Wache? Ja. Und dann geht's da rein. Aha. So, dann rennst du einfach geradeaus und bei der dritten, so eine Rüstung, bei der dritten, da steht er. Okay, nice. Danke, Bro. Das ist der letzte. Genau. Geil. Also für eine Hauptmission ist es eine der leichtesten, finde ich. Schwierigkeit. Weil normalerweise. Ja, gut, ja. Waren die schon happig. Also, ich habe manche Nebenmissionen waren schwerer. Wir haben fast gar nichts mehr dabei. Aber wir haben noch 8 Heilungen, das passt. Ja. Schauen wir mal, ich denke, hier ist der Boss dann. Denkst du? Ja, ich denke schon. Probieren wir es. Das ist eine Abkürzung, glaube ich. Denkst du? Ja, weil da steht ja öffnen. Warte, ist da eben? Ich muss gleich verarschen. Was ist das?
So eine kleine Falle. Voll aufs Gesicht, Alter. Ja, ich muss sagen, da ist fast nie was Gutes drin. Bis jetzt. Wie viele Inventarplätze hat man eigentlich? Ich glaube unendlich fast. Achso. Ich glaube nicht komplett unendlich, aber auf jeden Fall sehr viele. Alter, chill mal. Dafür, dass er so eine große Axt hat und so viel Rüstung trägt, tut er seine Ausdauer echt schnell regenerieren. Auf jeden Fall. Das wundert mich. Ja, der hat halt solche Fähigkeiten. Voll viele Verstecke, gell? Richtig heftig. Ich hab nur noch zwei Talismane. Warte mal, da war auch noch irgendwas. Krass, gell? Einfach verrückt viele Wege. Da war noch eine versteckte Wand. Krass. Level ist leichter, aber komplexer. Ja. Von denen habe ich voll Respekt. Von den anderen mit der Schlangen, mit dem Schlangenkopf. Mhm. Da, die. Nice. Alter. Guck mal, was die aushalten. Da habe ich echt Respekt. Das ist eine Reichweite. Nein, bitte nicht. Oh. Jetzt weißt du, warum ich den Respekt habe. Ich finde, in Resident Evil 4 gibt es auch so ähnliche. Echt? Was Plagas da. Also so, die so aus dem Kopf brechen. Kennst nicht mehr. Was Plagas. Ja, genau. Und dir so einen Wurm reinstecken wollen? Ja, genau. Hm. Warte mal, nach unten gab's auch noch einen Weg. Mhm. Ich glaube, das ist zu diesem Haupteingang vorne gewesen. Okay, jetzt passt nichts mehr rein. Aha! Okay, wir müssen auf jeden Fall dann was verkaufen, weil... Ah, hier ist ja auch noch was. Ah, stimmt. Voll vergessen. Dafür wirst du bezahlen, ich zerschmettere dich. Ja, natürlich. Hey, der brennt. Krass, gell? Voll unterschätzt. Nurikabe. Ja, man darf hier überhaupt niemanden unterschätzen. Ich muss sagen, ich weiß überhaupt nicht, wie ich da jetzt hinkomme. Ich weiß es. Guck mal, wie weit wir sind. Ich bin dein Touristenführer. Das ist einfach krank. Das ist crazy. Wir hätten das noch aufmachen sollen. Das hätten wir aufmachen können. Dann wären wir durchgerannt komplett. Mm. Aber ich bin ja zu diesen Kodamas gegangen, so wie du mir gezeigt hast. Mhm. Das ist so krank. Also mich fasziniert sowas, muss ich sagen, so ein Level-Design. Ich glaube, jeder normale Anfänger rastet hier aus. Ja, klar. Der dreht hier komplett durch. Der verkauft einfach das Spiel gleich. Noch weiter. Ja, genau hier. Ich
Hier ist ja auch ein Weg. Uiuiuiuiui. Krass, gell? Wir haben hier alles noch nicht gesucht. Wir können auch noch in die Haupthalle reingehen, wenn wir schon sterben. Da ist Kodamas Schrein. Oh Mann. Oh Mann, das macht so Bock, Alter. Ich glaube, da hattest du irgendwas mit 70.000 Seelen. Nein, 4.200. Achso, dort dabei? Mhm. 70.000 wahrscheinlich. 70 oder 80. Das glaube ich nicht. Doch. Vielleicht 17. Naja. Also ich schätze 70.000. Weil du brauchst, für einen Leveler brauchst du 31.000. Ja, ich weiß. Und vorher hattest du irgendwas mit 67.000. Ah, ich hab's wieder genommen. Das war sehr. Ich hab mich dann geärgert. Echt? Selbst da haben sie eine Animation gemacht. Überleg mal, das muss man ja alles reinprogrammieren. Mhm. Gut. Was ist das? Das war Zyklop wahrscheinlich. Ja. Big Daddy kommt. Der erinnert mich voll an God of War. Der Politiker. Weil er so peinlich kämpft. Ja, so peinlich, genau. So peinlich und auch so lahm und dünn so. Und seine Arme finde ich sehr zu kurz. Und seine Beine. Ach so. Vom Aussehen. Mhm. Kann ich irgendwie nicht ernst nehmen. Und mit der Zunge, da muss ich mal an Nicole denken. Okay, so, weiter geht's. So, hier dein Frühstück. Heiliges Wasser, kannst trinken. Viel Spaß. Oh, Alter, der hat mich fast getötet. Hä? Ah, der mag kein heiliges Wasser. Alter. Weil er ja so verflucht ist. Oh Scheiße, der hat mich fast gekillt. Ey, ich finde das so krass, dass die so viele kleine Kacke reinbauen. Mhm. Das ist ja alles so, weißt du, so. Ja. Warte mal, wir müssen mal ein paar Sachen wegschmeißen, ganz kurz. Rüstung. Lass alles da wegschmeißen. So. Erst einmal das wegschmeißen. Kannst auch noch zum Schrein zurückgehen, wenn du willst. Nee, passt schon. Das ist weiße Qualität. Ah, zum Verkaufen meinst du? Mhm. Ja, ich will eigentlich das Level abschließen. Ich will das dann in Ruhe machen. Alter, wie langweilig. Wie weit geht's denn hier noch? Offscreen. Krass, wie viele Wege, gell? Mhm. Alle 70 verloren. Ich glaube aber nicht, dass ich 70.000 hatte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann habe ich ja 70 riesige Monster getötet auf dem Weg. Ja, überleg mal, wo du angefangen hast und wo du geendet hast. Da hast du extrem viele getötet und es gab keinen Schrein. Stimmt. Ja, aber 70 hat er nicht. Ja, kann man nichts machen. Das ist normal, das passiert. Das ist unfair. Nein, Scheiße. Das passiert im Leben. Ich rasche jetzt aber durch, weil ich habe da keinen Bock. Also. Weil wir waren ja schon weiter. Das ist verrückt. Guck mal, wie groß das Level ist. Das ist krass. Da, guck mal, da sind wir jetzt rausgekommen. Hier hoch. Und links gab es noch einen Weg. Ja, ich weiß. Also das ist ja. Ich will mal da reingehen, was da drin ist. Was ist hier drin?
Irgendwas Wichtiges gesammelt, glaube ich. Ich glaube, das mussten wir sammeln. Verrückt, oder? Mm. Das ist ein Moment. Ja, Hacker. Das ist PC-Move. Ist doch klar. Der ist schon in der Animation, da kann man nichts mehr machen. Ja. Also das stellt mich jetzt gerade ein bisschen auf die Probe, muss ich sagen, meine Nerven. Ja. Am Anfang habe ich gedacht, voll das leichte Level. Also es ist auch leicht, aber es ist so lang, dass du denkst, Alter, wann ist es vorbei? Weißt du so? Man wird so ungeduldig. Ja, das stellt dich voll auf die Probe, Mann. Ich einen anderen Weg noch probieren. genau. Ich würde voll gerne in diesen Palast reingehen. Ich glaube, diese Sache, die ich da genommen habe. War Kampagne. Ich glaube, das war Kampagne, oder? Mhm. Das musste ich nehmen. Mhm. Okay, hier ist nichts. Wir erkunden einfach. So muss man immer spielen. Erstmal durchrushen, komplett alles angucken und dann kämpfen. Na Spaß. Okay, jetzt wissen wir, dass dort nichts ist. Okay, Seelen umsonst. 2000, Alter, das kann man voll schnell farmen dort an der Stelle. Finde ich. Hm. Wo sind wir gegangen? Na, jetzt hier links. Ah, nice. Okay. Ja, ich denke, wir haben aus dieser Hütte alles gesammelt, was wir sammeln mussten. Also, die da so verschissen ist. Da diese verschissene Hütte. Ja, diese Yuki-Reich verseuchte. Achso, ja, ja. Verschissene Hütte. Ja, wie soll ich noch dazu sagen? Ach komm, ihr könnt mich fragen. Ein dunkles Reich. Dunkles Reich. Die gleich dunkles Reich. Ja, so heißt es. Ja, ich weiß. Macht Spaß. Water Charge. Ah, falsches Element draufgekommen. Klick, 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 klick. Den muss man ein bisschen mehr meditieren. Komm, geh mal da rein, räum mal da auf. Ich will da sehen, was da ist. Schätze gehören mir. Komm, wir räumen hier schnell auf. Speed Cleaning. Speed Cleaning. Oba. Zack. Reiseamulett. Machen wir mal hier Schutz und Reinigung, weil wir wollen ja cleanen. Können wir hier reinigen? So, erstmal nach rechts. Wir sind cleaner. Meisterstufe? Ja, das lohnt sich schon. Was schluckt denn der? Wir cleanen ihn. So, nice. So, hier haben wir geputzt. Die Wand müssen wir auch noch kaputt machen, da die mich gekillt hat damals. Und das stimmt. War mal ein anderes. Stimmt. Hm?
Zimmerservice. Ich hasse diese Monster. Ich brauche eine Strategie gegen sie. Die ziehen mir voll viel ab, weil ich die nicht blocken kann ordentlich. Also ich verstehe die noch nicht. Ich bin immer wieder froh, wenn ich sie gekillt habe, sag ich dir. Kein Witz. Hier ist noch eine Truhe. Oh, hier ist sogar perfekt. Ich glaube, der ist unter uns. Hat sich gelohnt zu cleanen. Clean eating. Was? Ich dachte... Oh ja, du hast die Hälfte abgezogen. Immer noch nicht gecleant. Ich glaube, der letzte ist unten. Oder der wichtigste. Der wichtigste Unhold. Okay, das haben wir gesammelt hier. Was ist los? Ja, Unhold. 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 Das ist eins der schlimmsten Schimpfwörter, die ich kenne. Unhold. Das ist... Fühle ich mich gleich voll verletzt. Das ist ein sehr erniedrigendes Wort. Wo? Ja, Unhold, Alter. Ey, warte mal, das ist dasselbe. Das ist dasselbe Schloss. Ja. Okay. Wo ist denn hier unten einer? Ja, da. Jetzt direkt ein Sapperlot nochmal. Sapperlite. Ich will endlich hier cleanen, Mann. Ah, jetzt kommt er gerade. Ah, da ist er. Das ist ein Aff. Das ist ein Aff, Bro. Oh, sie hast fast gemacht. Ja. He's cracked. I'm dead. Okay. Wie, das war nicht der wichtigste? Anscheinend noch nicht. Ich kann es mir nicht erzählen. Oh, was ist das? Wir sammeln irgendwie komische Sachen ein, gell? Das war jetzt wieder irgendwas. Was ist das? Denn? Ah, das ist der wichtigste. Alter, was der nimmt. Endlich hier. Ist schon Platz mehr? Ah, wir haben keinen Platz mehr. Okay, wir haben endlich geputzt hier. Alter, ist du kannst ja hoch kurz zum Schrein alles verkaufen und dann runtergehen. Ah ja, ja. Alter Schwede, krank, oder? Nice. GG. Geputzt und geputzt, ey. Also das war das krasseste Level bis jetzt vom Design. Es ist verrückt. Okay, opfern wir die ganzen Waffen. Opfern, Opfer da bringen und dann kannst du auf Dreieck einfach alles markieren, was du nicht mehr brauchst. Also ich werde alles außer Lila rausschmeißen. Lila benutzt man für Schmied, oder? Ja, genau. Ah, okay. Das ist eine gute Seltenheit. Eine Frage. Mhm. Die Sachen, die du ausgerüstet hast, werden ja. die hier angezeigt? Ja, aber die sind gesaved, also du kannst sie nicht verkaufen. Die sind blockiert sozusagen. Du kannst auch Waffen selber blockieren.
Zum Beispiel, wenn du ein Set behalten willst und sagst, okay, den Set will ich haben, dann kannst du ihn blockieren mit seinem Schloss. Ah, auf Quadrat sperren. Ja, genau. Ich sehe es gerade. Okay, das reicht jetzt. Weil ich will dann in Ruhe aufräumen. Also ich will hier nicht so viel Zeit verschwenden. Okay, let's go. Geh mal runter. Nee, warte mal. Hoch, oder? Runter. Runter oder hoch? Runter. Ah, um das zu sammeln. Genau. Aber ich weiß nicht, ob das noch liegt. Ist weg, glaube ich. Ja, ist weg. Nur die Kriegsbeile. Egal. Okay, jetzt gehen wir hoch. Jetzt müssen wir im Endeffekt zu dieser Wand, die mich getötet hat, oder? Genau. Und das ist dasselbe Gebäude, oder? So wie ich das verstanden habe. Ja. Ist das krank? Oh, hallo. Frage ist, wo diese Wand war. Werden wir gleich sehen. Ich glaube, das ist der längste Part. Bis jetzt. Ich glaube, das werden noch längere. Ich kann mir vorstellen, dass man 2 Stunden für ein Level braucht. Wir sind erst bei einer Stunde. Ah, wir sind erst bei einer Stunde? Ja. Okay, kommt mir schon länger vor. Okay, irgendwie blicke ich nicht mehr durch, Brother. Das ist schon das richtige Haus, gell? Ich erinnere mich an diesen Schmuck, der da gesessen ist. Ah, da geht's irgendwo hoch. Da geht's hoch. Ja, genau, hier war dieser Wurm drin. Und hier ist die Wand. Ja. So, Wand. Meine Rache. Ins Auge. Also so wenig Damage. Natürlich Predict Shots. Nice. Ah, hier ist nochmal eine Quelle. Geil. Oh, nice. Kann ich mich hier nicht jetzt setzen? Ah, hier. Ich chill hier mit meinen Buddies. Da, guck mal. Brauchst nicht aufschreiben. Weil ich habe noch 2 Quellen oder so gefunden gehabt. Wir haben sie nicht aufgeschrieben. Das passt schon, das machen wir dann im extra Video. Okay, ich denke, hier wird jetzt ein Boss sein. Schauen wir mal. Ich denke, es wird ein Mensch da, der in der Tür ist wahrscheinlich. Ich hoffe, dass ich mit den Menschen fertig werde. Menschen gehen eigentlich. Okay. Ja, da ist ein Bossfight, 100%. Meinst du, dass das Secret Exit ist? Nee. Okay, dann gehe ich hier alleine rein, Brother. Ohne Hilfe. Ah, hier. Da ist genau noch 2 Becher. Okay. König. Viel Glück. Viel Klick. Ich hätte noch die Buffs drauflegen sollen. Ich habe die Buffs nicht draufgelegt. Das ist so. Saito Yoshitatsu. Ja, wie denn auch sonst, gell? Normaler Name, oder? Ja.
Uiuiuiuiui. Der macht aber Damage. Boah, das ist knapp. Alter, das war echt knapp. Wow. Okay. Tot oder was? Ja. Oh, ich hab fast kein Leben. Das kann ich nicht mehr. Bro! Warum sagst du mir nichts? Ich hab nichts gemacht. Man kann eigentlich abwarten hier. Die Zeit vergeht. Was ist das für ein Typ? Das ist sein Mode, so wie bei mir. Hm. Das ist aber gleich Phantom, was er hat. Gelohnt, Ninja Gaiden durchzuspielen. Alter, stell dir vor, hier hat er kein Ninja Gaiden früher gespielt oder was sich. Würde ich hier so ausrasten bei dem Game wahrscheinlich. Das Problem ist, ich kann keine Buffs drauf tun. Ich werde ständig verfolgt. Jetzt hat er hat Wasser, gell? Er hat geschossen und hat noch Wasser am Schwert. Der Bossfight ist nicht ohne Geschichte. Also mit meinen Fähigkeiten, die ich gerade habe, ist er echt krank. Soll ich an den rankommen? Das ist auch eine andere Form. Nächste, damit du dich noch mehr verstehen musst. Ich muss gleich Talisman wechseln. Talisman wechseln? Also noch eins drauf. Ja, ich weiß. Wenn ich dazu komme. Wie viele Tiere hat er denn? Okay. Okay, nicht gierig werden. Okay, ja, so kann man ihn auf jeden Fall töten. Also mit so einem Hit und dann. Also der ist schon schwer. Mhm. Das schaut jetzt vielleicht einfach aus oder so. Macht im Endeffekt ständig Pressure. Ja, der macht so einen Druck, Alter, der kaputt. Jetzt hätte ich ihn bestrafen können. Aber das war ein bisschen zu krass. Ja, so. Mhm. Oh, ich liebe Nio. Das ist so ein geiles Game. Das ist so ein geiles Game. Schade, dass normale Leute niemals in den Genuss kommen werden. Ja. So ein geiles Game. Ja.
Yes! Boah! Bro! Oh, Leute, das war geil. Ja, herzlichen Glückwunsch auch an dich, wenn du es gepackt hast. Einfach nur geil. Ja, war ein guter Fight, hat mir echt gefallen. Okay, alles klar. Ich denke, jetzt kommen ein paar Mini-Missionen, also Nebenmissionen erstmal auf uns. Und ich denke aber, dass wir jetzt auch mehr Fähigkeiten kriegen. Dass wir jetzt stärker werden. Ja, wir werden sehen. Also, wir sehen uns im nächsten Part, in der nächsten Mission. Hau rein, abonniert den Kanal.